Remi, Start Nummer 2 bereit. Okay, check. Gimma! Ready? Steady? Go! Und push! 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 Und geh in die Hacke, mach dich klein. Schön klein machen. Und jetzt schön den Ski nach rechts reinlegen. Über die Kuppe kommen, bleib klein. Und mein Name ist Noemi Ristau. Ich fahre in der Paranationalmannschaft Ski Alpin. Bin fast blind. Ich habe einen Morbus Stargardt. Ich kann außen noch ein bisschen was wahrnehmen. Farben und Umrisse, aber in der Mitte gar nichts. Lösen und nach rechts drauf. Hoch und geh in die Hacke und frei. Lösen. Paula ist meine Guidin. Sie fährt seit 3,5 Jahren vor mir weg. Und sie ist eine sehr verrückte, durchgeknallte Frau und für jeden Spaß zu haben. Die Kommandos sind natürlich von Disziplin zu Disziplin unterschiedlich. Im Slalom ist es dann, dass ich sage, okay, und nach links drauf, vor, drauf und drauf. Also drauf immer, wenn sie wirklich den Ski reinlegen muss. Und vor oder hoch, lösen, push, je nachdem, was irgendwie passt. Slalom, und ich gebe halt meistens Rückmeldung. Also ich sage dann halt öfters mal, ja, passt, passt, bin dran. Ja klar, der Sport prägt mich natürlich auch sehr. Also es war früher, war es für mich, hat der Sport mir geholfen, um meine Augenerkrankung überhaupt zu verarbeiten. Und jetzt ist es einfach was, was ich sehr, sehr gerne mache und ich mache alle Sportarten gerne. Also ich kann, glaube ich, recht klar sagen, was ich brauche und auch der Piste, was ich brauche. Paula kann, glaube ich, ziemlich schnell die Sachen umsetzen. Sie kann auch gut den Ton angeben, was ich auch, glaube ich, brauche, dass jemand vorne da wirklich Feuer gibt und auch sagt, ready, steady. Und push, push, push und in die Hacke, mach dich klein. Mein Wegbegleiter ist die grelle Farbe Gelb. Also zum einen hat Paula die Farbe auch an und ich markiere mittlerweile alle meine Sachen grellgelb, weil ich gerne auch mal andere Skischuhe anziehe oder einen anderen Rucksack mal mitnehmen oder meine Stöcke irgendwo liegen lasse. Und ja, ohne das grelle Gelb könnte ich eigentlich auch gar nicht Skifahren. Mein Wegbegleiter sind meine Glitzersteine. Und zwar habe ich früher schon in meiner Kinder- und Jugendzeit meine Skibrille und meinen Helm mit Glitzersteinen beklebt. Ich nähe auch selber Halstücher, also wir haben auch immer Glitzerhalstücher an. Und ja, das ist irgendwie mein Wegbegleiter. Und drauf! Okay, und jetzt nach rechts rein, über die Kuppe und